Na, dann hau mal einen raus hier, ne? Jo, mach ich schon. Servus und herzlich willkommen wieder bei unserer Mission, die Welt zu vernichten. Wir versuchen uns nochmal in dem Random Event. Ich bin mal wieder am Arsch der Welt gespawnt in Simbabwe. Ja, ich hab Bolivien diesmal erwischt. Ja, da hast du es gut gehabt. Ich bin halt schon wieder auf Kälte. Warte mal, was ist denn Bolivien? Ist Ist Humid, Südamerika. ist Ru. Ja, okay, ja, schön. Toll, Premium. Yay. Ja. Okay. Schön, dass du in Hitze gehst. So war ich erster. Ja. Ich brauche das auch mehr als du. Du bist ja auf E-Hitze schon Hitze viel, das heißt, du hast eh schon Bonus, das brauchst du gar nicht unbedingt. Ich hab's trotzdem mal ausgebaut. Aber so auf Bolivien komme ich halt gerade so gar nicht klar. Ich bin heiß, sonst nichts. Gehen Ich wir doch weiß, mal dass du erstmal auf heiß bist, Luft und. Matze. Heiß, heiß, Baby. Alter, und ich zieh dir trotzdem davon. Ja, weil du halt das von Haus aus in der Hitze besser klarkommst als ich. Ja, aber Bolivien ist halt alles andere als trocken. Ja, darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, dass es heiß. Ach, du bist gar nicht in einem heißen Land, du hast ein neutrales Land, du hast keinen Bonus und kein Malus. Ich hab hier nur den Malus. Für dich, bei du hast jetzt einfach Glück, weil du keinen Effekt hast. Hätte ich sowas, dann würde ich jetzt auch besser dabei kommen. Für mich ist der Start halt Kacke. Ja, bei dir läuft's aber trotzdem gerade recht gut. Ja, es geht. Du könntest Staub weiterbilden noch bei dir. Es ist ja nicht trocken. Von der Feuchtigkeit her bin ich neutral. Yeah, ich bin in Brasilien. Bin in Südafrika. Heißes Land, rural geprägtes Land. Ich bin Du in bist Peru. Peru, Argentinien auch schon. Warte mal, was ist das? Arid? Kaltes Land. Ja, nee, Premium. Geh mal auf Ja, das. Kälteresistenz. Das wäre besser für mich. Ist halt ein Premium-Start, ne? Noch keine Symptome am Start? Nee, die kommen, glaube ich, erst später. Aber ich gehe mal auf Blut 2. Geh mal auf Tröpfchen und als nächstes auf Staub. Mal einen Schluck Kaffee Dann schau. zwischendrin trinken. Dann schaue ich, dass ich den Rechtszweig vollkriege und du schaust, dass du links drüben die Tiere und sowas vollkriegst. Geht klar, Chef. Dass wir den Keystone da freischalten. Du wurdest schon wieder entdeckt! Was machst du? Keine Ahnung. Ich habe gerade gesehen, dass sich Epistaxis entwickelt hat. Es war noch nicht mehr. Ach so. Bei mir hat sich noch nichts. Okay. Symptom. Wolf, yes. Dann gehe ich mal auf die Reds. Come on, everybody, let's get infected now. Ajo, Deutschland forscht. Ist klar. Nee, Deutschland, wo schaust denn du auf der Map hin? Britannien. Ja, es ist Little Britain forscht. Das ist Alter. UK, United Kingdom, Großbritannien ist das allerdings sogar. Das ist nicht nur UK, das ist sogar mit Irland. Was so wie frützlich das wäre, wenn Irland separat wäre. Und wenn Meinst jetzt du wie auch noch Schottland Österreich? separat wäre. Österreich, Schweiz und so weiter, Ungarn. Ist auch Ja, alles eins. Zentraleuropa. Die ganzen baltischen Staaten, wenn die alle hier solo wären, dann. Nee, solange du keine Severity kriegst, geht's ja trotzdem noch gut. Ja, Heilungsforschung hat begonnen. Und bei mir in Botswana forschen sie. Nee, du bist immer noch bei 0%. Ja, Alles kein noch. Stress.
Ich mach wieder den Tank, oder? Schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich habe keinen Plan, wieso ich jetzt so schnell entdeckt wurde. Ja, einfach wahrscheinlich Pech oder so. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich 10 Sekunden vorher nochmal geguckt habe bei den Symptomen. Ich habe jetzt schon wieder eins, was ich zurück-evolven muss. Aber weißt du, da ist Epistaxis eben mutiert und Instant-Forschung begonnen. Ich bin bei 1%, GG. Was du machen kannst, ist, dass du in Kopfschmerzen und sowas reingehst. Die habe ich gerade zurück evolved. Ja, aber Kopfschmerzen und der linke Zweig hoch, der erhöht die Anforderungen an die Forschung. Mach ich mal die Schlafstörungen. Ja. Weil ich krieg halt gerade so gar keine Punkte irgendwie. Nee, ich auch nicht. Ich bin schon in Amerika, ich spreche mich gerade richtig geil. Ja, ich hab halt hier weder Luft noch Wasser aktuell. Ja, sorry. Ja, alles gut. Du müsstest halt den die alle weiter forschen auf 2 und so weiter. Mit welchem Income? Ja, klar, das ist das Problem. Ich glaube, das ist das Problem auch gerade, weil das die Mutation erhöht bei dir. Ich habe halt jetzt schon 4 Länder, die gegen mich forschen. Und ich kann nichts dagegen tun. Kannst du Lethality irgendwie hochtreiben? Einfach, dass du Südamerika killst. Fehlen mir noch ein paar Punkte, das ist echt Premium gerade. Ich kann es über die Symptome versuchen. Ja, Symptome einfach hoch. Du bist erforscht, das ist so krass. Das ist, ich kann halt nichts dafür machen oder dagegen. Ja, das ist das Problem an Vögeln und so weiter, die erhöhen halt einfach die Mutationen so krass. Ich habe diese Runde auch so gar keine Punkte gekriegt irgendwie. Ja, dann de-evolve jetzt einfach mit den Punkten alles, was du hast und schau, dass du auf die Fähigkeiten gehst, dass du mich unterstützt. Ich bin immer noch nicht entdeckt. Schau, dass du mich schwieriger zu heilen machst. Ich versuch's, wenn ich mal Punkte krieg. Alter, 16 Punkte brauche ich schon zum De-Wolfel. What the fuck? Alter, was poppt hier alles auf? Danke. Bitte. Gibt mir halt trotzdem nicht wirklich viele Punkte. Ja, die Punkte kriege ich. Schau einfach. Du musst jetzt noch gar nicht De-Wolfen. Schau, dass du die Fähigkeiten freischaltest, dass du mich rumschicken kannst in der Gegend. Kostet 34. Dauert einen Moment. Ja, alles kein Stress. Bei dir forschen sie 2%. Was? Das Flugzeug ist gerade am wichtigsten. Habe ich schon. Okay. Wo musst du denn noch hin? Kannst du mich boosten? Was muss ich denn da kaufen?
Das ist Infektionsschub, ne? Ja. 36 kostet der. 35 bei mir. Okay. Aber dauert halt noch einen Moment. Ich habe erstmal ein paar Flugzeuge rumgeschickt. Wo wirst du denn den Boost haben? Kanada vielleicht oder so. Irgendwo, wo ich halt noch nicht so verbreitet bin. Russland? Russland ist auch gut, ja. Grönland braucht man noch ein bisschen, bevor der Boost einschlagen kann. China. Kanada. Ja, Russland zieht. Wir haben alles soweit infiziert. China fehlt noch. Warte mal. Ich schicke noch ein paar Flugzeuge nach China. Und Grönland. Wie schwer bin ich gerade zum Heilen? 66% leider bloß. Ich booste dich nochmal in China. Uiuiui. Das ist so praktisch, ich kann mich da jetzt halt echt überlegen, was ich skill, weil du die Bubbles poppst. 36%, 37. Schaut gut aus. Korea. Wo ist denn fucking Korea? Hier. Wir boosten mal in Korea und nochmal in China. Und jetzt mal in Grönland, das kann auch nicht angehen. Island hier. Muss auch noch. Wo ist Island? Eieiei. Und kriegst du auch gleich einen Boost hier. Grönland, Korea und Island noch. Schick mal noch mal ein paar Infizierte rüber. 62%, kannst du was dagegen tun? Nicht wirklich. Ich die Evolve noch ein paar Symptome, dass du schneller reinkommst. Ich bin schon bei totalem Organversagen, ich brauche nur noch die große. Nice. Du musst halt boosten, dass ich nicht schneller töte als... Es ist nur noch Grönland und Island. Ich booste eh schon, was geht. Ja, passt. Schaut aber gut aus, das schaffen wir. Sind noch 300.000. Der Fatality Boost wäre noch gut. Auf die Labore. Kann ich nicht kaufen, ist zu teuer. Grönland ist durch, ist nur noch Island. Island zieht aber an. Ja, kill alles, Welt ist infiziert. Zieh durch. Erhöhe die Letalität deines Partners, so. Boah, Alter. Easy. Ja, aber ich habe keinen Plan, was... Ich habe auch keinen Plan, das war einfach Pech wahrscheinlich. Aber es war eine schöne Runde. Eine schnelle Runde vor allem diesmal. Ja. Wenn wir irgendwas machen, was die Tödlichkeit erhöht. Aber du hast immer noch 100 Mille, die du killen musst. Ja, aber die forschen nicht mehr. Erhöhe die Letalität 2. So. Ja, jetzt pling, 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 alles runter, what the fuck, easy. Ja, schau, ich hab mir den Todesboost dann gekauft für 40. Du hast dir den Todesboost gekauft, ich hab dir die zwei Totenschädel links geboostet. Alle, ja, wir haben alle infiziert, oh nice. Deswegen habe ich gesagt, booste mal deine Todesrate. Ich habe drauf geguckt. Nice. Easy. Wir waren sogar schneller. Ja. Base Hydration. Ja, das ist glaube ich das, dass du dadurch, dass du mich so boosten kannst. Das müssten wir eigentlich, wenn wir beide leben, müssten wir das auch. Einer macht das und der andere macht das andere. Also es war jetzt
Ja, ein schönes Spiel, obwohl ich Es dazu war. nicht wirklich viel beitragen konnte von meiner Du hast Seite mega aus. viel gemacht. Du hast die Infektionsboost und die Flugzeuge haben so viel ausgemacht. Ja, das schon, aber mit meiner Krankheit konnte ich halt so gar nichts machen. Naja, es passiert halt mal. Du hattest halt jetzt Pech. Leider ja. Aber bei mir Aber an buggt der Screen sich. gerade rum. Ich habe keine Player-Geschichte. Ah, Alles jetzt. klar. Ja. Alter, guck Das mal, war wie eine viel schöne ich da Runde. noch gemacht habe. Ja, ich sag ja, du hast mega viel geholfen. Nachdem ich tot war, ja, davor konnte ich nichts machen. Ja, passiert. Naja. Also, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auch wenn es etwas ungeplant gelaufen ist. Aber passiert halt, wenn man Zufall wählt. Ja, Schauen aber wir, was wir beim nächsten Mal machen. definitiv. Na dann, Bis auch dann. von meiner Seite, Tschö. haut rein, ciao.